Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play Diablo 4. Wir sind in Vejinhani und haben am Ende der letzten Folge gesehen, dass wir hier eine neue Quest haben, die mit Thaisa zusammenhängt. Und das ist ja schon relevant, weil das, ja, immerhin ein Charakter ist, den wir durch die Hauptstory kennen. Das kann ich hier nicht tun. Könnte also auch etwas relevanter, etwas spannender sein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir wissen ja gar nicht, was sie gemacht hat. Nachdem wir, ja, durch den Sumpf gewartet sind und Elias erledigt haben. Sie scheint tatsächlich auch ausgeflogen zu sein. Wir haben hier nur staubige Notizen. Wie gewünscht habe ich nach Teamway gesehen. Ihr Leiden bleibt unverändert, doch sie hat nach euch gefragt. Vielleicht wird es Zeit, dass ihr sie selbst besucht. Nee, das ist auf jeden Fall nicht neu. Reden wir mit Älteste Orani. Sucht ihr nach Thaisa? Ich habe die Kräuter für Thaisa mitgebracht, aber sie ist bereits aufgebrochen. Irgendwas stimmt mit ihr in letzter Zeit nicht. Ich höre sie nachts schreien und weinen. Das passt nicht zu ihr. Könnt ihr sie finden und ihr die Kräuter geben? Ja. Ja, dann würde ich sagen, setzen wir mal unsere Schnüffelnase auf. Sucht in Thaisas Turm nach Hinweisen. Wir haben eine Topfpflanze. Eine Pflanzenart, die man ausschließlich tief im Sumpf von Havisar findet. Auf einem Zettel neben dem Topf steht, das aus Blättern gewonnene Gegengift wirkt vielversprechend. Thaisas Tagebuch. Ich schließe die Augen und schon bin ich wieder dort. Nadel in meiner Haut. Sand, der mir ins Gesicht sticht. Und das Flüstern. Am Rande jedes Gedankens. Jeden Tag lauter. Sie ist hier. Bei mir. Das war sie dauernd. Die ganze Zeit über. Ich muss den Tee trinken und diese Finsternis austreiben, bevor ich mich an sie verliere. Tee? Sie muss in den hungernden Sumpf gegangen sein. Ach so, weil der bekannt für Tee ist, verstehe. Wo ist denn der hungernde Sumpf überhaupt? Ach, hier hinten. Ah ja, stimmt. Ja, ja, das ist ja der Ort, wo wir diesen Tee auch genommen haben. Zusammen mit Donan. Damit er, ja, sich selbst quasi verzeihen kann, was mit seinem Sohn passiert ist. Weil er sich ja dafür die Schuld gegeben hat. Den Dungeon kennen wir also schon. Das ist jetzt nichts Neues. Aber wollen wir mal gucken. Vielleicht hat sich dort ja etwas verändert. Es klingt auf jeden Fall jetzt nicht ganz so gut. Offenbar ist da irgendwas auch nicht in Ordnung. Wollen wir mal hoffen, dass hier nichts passiert. Ich weiß halt nicht, wie relevant sie noch für die Hauptquest ist. Wenn sie da zum Beispiel nicht mehr auftaucht, dann könnte sie ja durchaus auch sterben oder ähnliches. Oh, einen guten Ring haben wir hier gerade gefunden. Das ist auf jeden Fall nice. Boom. Eine Fähigkeit, die wir jetzt nicht allzu oft eingesetzt haben. So, erledigt. Aber es ist auf jeden Fall cool, dass man so Fähigkeiten vom Pferd aus einsetzen kann. Wobei es in dem Fall halt nur eine Fähigkeit ist. Aber besser als gar nichts. Da ist der Sumpf. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Ist ja noch nicht ganz so lange her. Ein paar Folgen erst. Dann müssen wir uns noch den legendären Ring anschauen, den wir hier gefunden haben. Kritische Treffer mit Kernfertigkeiten erhöhen eure Angriffsgeschwindigkeit 5 Sekunden lang um 16%. Aber leider plus 8,5% Schaden des Typs Kälte nutzen wir ja so gar nicht. Eventuell könnte man das umwandeln in Feuer. Dann wäre es schon sinnvoller für uns. Thaisa, wo steckst du? Wieso funktioniert das nicht? Frustrierter Schrei. Wo ist sie? Ist sie? Ach, sie ist in der Hütte hier oben bestimmt, ne? Tötet die Schatten der Trauer. Was ist hier nur los? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also irgendetwas quält sie mehr als heftig. Sieht wie eine Rückkehr von Andariel aus hier. Sie übernimmt die Kontrolle. Ja, okay, es ist auch genau das. Es ist genau das. Es ist eine Rückkehr von Andariel.
Was nicht wundert, weil sie ja immer noch miteinander verbunden sind irgendwie. Vielleicht haben wir sie jetzt davor bewahrt, zu Andariel zu werden. Es ist sie, Andariel. Sie lauert noch immer in meinem Geist. Ich dachte, ich könnte sie austreiben. Ich habe diese Kräuter mitgebracht. Könnten die helfen? Wenigstens gegen das Hämmern in meinem Kopf. Ich danke euch. Ich halte es hier drin keinen Moment länger aus. Wir treffen uns draußen. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Das Problem ist, dass wir nicht immer zur Stelle sein werden, um sie zu retten. Was machen wir da also? Vielleicht gibt es ein Ritual, was Andariel komplett austreiben kann? Ich weiß es nicht. Ganz und gar nicht. Ich hoffe es. Aber gehen wir erstmal raus. Reden dann nochmal mit ihr. Da steht sie. Was werdet ihr jetzt tun? Ein letzter Versuch. Vielleicht können mir die anderen Hexen helfen, Andariel auszutreiben. Und jede Erinnerung an sie, die bleibt. Ich muss sie zu einem Konklave rufen, aber dazu brauche ich mein Amulett. Ich habe es in Timues Hütte gelassen, bevor ich losgezogen bin, um Elias zu finden. Und nun, seitdem war ich nicht mehr da. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Erzählt ihr kein Wort hiervon. Sie wird sich nur Sorgen machen. Wenn ihr habt, was ich brauche, sucht mich beim flüsternden Baum. Oh, nicht schon wieder bei diesem seltsamen Baum. Okay, sprecht mit Timoe. Oh, wir haben jetzt auf jeden Fall nochmal hier so ein Elixiertruhe bekommen. Apropos Elixier, könnte man ja auch mal wieder was nehmen. Kältewiderstand. Menschenschlachten. Warum nicht? Faulige Überreste. So, da haben wir's. Okay. Timues Hütte kennen wir, die ist hier unten. Im Grunde können wir einfach von hier aus dorthin reiten. Das ist jetzt schneller, als irgendwie da zu versuchen, den Schnellreisepunkt zu erreichen, der ja im Prinzip auch nicht viel näher dran ist. Und uns sogar ein bisschen aufhalten würde durch den Ladebildschirm. Da sind wir so einfach schneller. Ups. Zeit, um das zu tun. Ja. Die Zeit solltest du jetzt gehabt haben. Morast des Elends. Die dunkle... Mein Gott, ist das doch... Länger als ich gedacht hätte. Aber wir sind gleich da. Jo, jo. Wir sollten Timoe vielleicht mal zu einem Umzug bewegen. Etwas, was man schneller erreichen kann und was nicht so gegnerverseucht ist. Hey Timoe, ich suche nach Thaisas Amulett. Ihr meint, Thaisa hat es euch holen geschickt, weil sie nicht selbst kommen wollte. Nein! Niemals! Was will sie überhaupt mit dem Amulett? Hat sie irgendwelchen Ärger? Nun... Ach, sie hat euch gesagt, ihr sollt mir nichts erzählen. Keine Sorge, ihr müsst euer Versprechen nicht brechen. Ihre Sachen sind in der Kiste dort. Genau, wo sie sie gelassen hat. Ich vermute mal, dass Timoe es sowieso irgendwie herausfinden wird, insofern... Wo ist die Kiste? Da. Mal des Konklaves. Trefft Thaisa beim flüsternden Baum. Ja, da haben wir ja einen Schnellreisepunkt hin. Das ist relativ einfach. Mal gucken, was wir, wie gesagt, da tun können. Es dürfte ja nicht so einfach werden. Da ist sie. Hier ist euer Amulett. Hat Timur euch Ärger gemacht? Nö.
Nein. Gut. Gut. Und nun... Ach, halt. Ich habe die Nangari-Augen vergessen. Tausend Flüche. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Könnt ihr mir helfen, ein paar zu sammeln? Gut. Sollte nicht so schwer sein. Sammelt Orakelaugen der Nangari. Ach so, hier im ganzen Gebiet. Okay, das ist ja... Da sollten wir, glaube ich, genug Auswahl an Nangari haben. Die jetzt nicht unbedingt... Mal des Schutzes. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Upp, 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 upp. Leider Gottes keine Nangari-Orakel. Irgendwo müssen wir hier doch welche sein. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ja, ich brauche offenbar Zeit, um die Orakel zu finden. Da haben wir eins. Da haben wir zwei. Kein Orakelauge, aber du. Wo sind die nächsten? Da haben wir eins, da haben wir eins. Gut. Wir haben leider Gottes eine Abklingzeit. Und auch hier leider keine Orakelaugen für uns. Das scheint ein bisschen schwerer zu sein. Haben wir hier wieder noch welche? Nein. Da oben. Schon wieder kein Mana. Ja. Thaisa? Sie greift durch meine Gedanken. Es wird schwieriger, sie zu unterdrücken. Schon wieder? Wir müssen uns beeilen. Ja, ich merke das schon. Also die Einschläge werden auf jeden Fall kürzer. Da drüben sind noch zwei. Vielleicht haben die letzten verbliebenen Augen. Fehlt immer noch eins. Vielleicht der die hier oben. Jo. Kommt zum Baum. Alles klar. Bist du verschwunden? Hey, sie hat ihr eigenes Portal. Auch nicht schlecht. So, was können wir nun tun? Was passiert jetzt? Und nun werde ich die anderen Hexen in das Konklave rufen. Wo ist dieses Konklave? Direkt vor uns. Trete zurück. Dornen und Wurzeln, Hüter des Weges, die mein Blut gekostet haben. Ich bitte euch nun, den Weg zu eröffnen. Unheimliches Konklave. Und die anderen Hexen werden kommen. Sprecht mit Thaisa. Eine kleine Höhle hier. Ich sehe die anderen Hexen noch nicht. Naja, wo sind die Hexen? Wenn wir Glück haben, kommen die Hexen, wenn ich das Ritual beginne. Aber sie brennen nicht immer darauf zu tun, was man von ihnen verlangt. Wir können es nur versuchen und hoffen. Ich habe die Nangari-Augen in vier der Feuerschalen gelegt. Macht euch wegen der fünften keine Sorgen. Die hat Vertha gehört. Aber die war doch verrückt und hat gegen uns gekämpft. Entzündet ihr die Flammen. Na gut. Jetzt. Buff.
Uff. Die fünfte macht gleich irgendwas kaputt, ich weiß es doch. Brüder und Schwestern des Sumpfes, ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ich brauche... Was? Spuckt es aus? Ich werde von einer Dämonin heimgesucht und von den Erinnerungen... Das war übrigens Zerg hier. Wie treibe ich sie aus? Es ist ganz einfach. Ihr habt eure Gedanken schweifen lassen. Euch von den Erinnerungen übermannen lassen. Beschäftigt eure untätigen Hände. Widmet euch eurem Handwerk. Und bald werdet ihr diesen ganzen Unsinn vergessen. Wenn das mal so leicht wäre, wa? Nein, nein, nein. Das ist eine Frage des Willens. Ihr müsst diese Gedanken in die Knie ringen. Sperrt sie an einem Ort ein, von dem sie nie wieder zurückkehren. Gyllias. Ah, Timoe. Nein, das Ritual. Ihr habt das Siegel gebrochen, Timoe. Und nun? Warum habt ihr das Ritual unterbrochen? Weil wir alle wissen, dass es bei Thaisa nicht funktionieren wird. Ihr wollt euch von einem Dämon befreien? Die Lösung findet ihr weder bei diesen Hexen, noch in dem Tee, den ihr braut. Das weiß ich bereits. Ich habe es versucht. Es hat nicht funktioniert. Natürlich nicht. Es kann einem alten Mann helfen, den Verlust eines Kindes zu verwinden, ja. Aber ihr seid schon mehr als Trauer geplagt. Ihr müsst euch euren Ängsten stellen. Also sagt mir, wo wollt ihr am wenigsten sein? Bei Andariel, wo alles angefangen hat. Dann ist das der Weg, den ihr beschreiten müsst. Geht jetzt. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Vergesst nicht, ihr bestimmt, wie eng die Ketten sitzen. Thaisa, was immer vor euch liegt, ich werde an eurer Seite sein. Dann habe ich vielleicht eine Chance, es durchzustehen. Trefft mich an meinem Turm. Ich bereite alles vor. Heißt das, wir müssen jetzt quasi nochmal gegen Andariel kämpfen? Es klingt für mich fast so. Aber ich meine, wir haben sie ja schon mal besiegt. Was soll denn jetzt anders sein? Naja, schauen wir mal. Vielleicht irre ich mich auch einfach. Aber war irgendwie klar, dass Timoe nochmal einen Auftritt haben würde. Im Zusammenhang mit Thaisa. Nicht so lange ich in der Stadt. Das besondere Verhältnis der beiden wurde ja mehrfach hervorgehoben. Eine Reihe an Schritten heißt die Quest. Da ist sie. Ich hoffe, sie ist bereit. Seltsame Hasenpuppe. Ein abgenutztes Kinderspielzeug, in eines der Ohren ist der Buchstabe T eingenäht. Seid ihr bereit, euch euren Ängsten zu stellen? Ich weiß nicht, aber ich werde es versuchen. Ihr solltet wissen, dass dieses Ritual für uns beide gefährlich sein wird. Wenn ihr noch immer bereit seid, bei mir zu bleiben, starrt in die Flammen. Lasst euch von ihnen in meine Erinnerungen tragen. Ja, uns bleibt ja im Grunde nichts anderes übrig, ne? Deswegen machen wir das jetzt. Der Tyrannenhof begleitet Thaisa zu Elias Heiligtum. Uran. Elias Arbeitszimmer ist gleich vor uns. Oh, hier war es. Was ist hier passiert? Hier haben sie mich dabei erwischt, wie ich versucht habe, Elias zu töten. Wenn ich vorsichtiger gewesen wäre, hätte ich es hier beenden können. Was stellen wir nun mit der kleinen Ratte an, die wir gefangen haben? Oh nein. Erinnerung an Versagen, auch nicht schlecht.
Tja, und weiter geht's. Bücherregal. Die nächsten Ritualflammen. Na, das war ja bisher ziemlich einfach. Tempel der großen Übel. Der Tempel der großen Übel. Hier waren wir doch schon. Als sie mich hereingetragen haben, habe ich versucht zu fliehen. Aber ich habe es nicht geschafft. Da unten. Und da steht sie, der Schatten von Andariel. Elias. Hier haben wir euch gefunden. Ich dachte, ich wäre gerettet, aber dann hörte ich sie lachen. Nicht von außerhalb, aus meinem Inneren. Euer Schicksal stand fest, als ich das erste Siegel in euer Fleisch zeichnete. Puh, Erinnerung an Selbsthass. Oh, ein Dämonenherz. Nicht schlecht. Als Ingredients. Riesiges Schwert hier eben. So, blicken wir wieder in die Ritualflammen. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich da raus, wo sie sich manifestiert hat und müssen nochmal gegen sie kämpfen. Ja. Da ist es. Dieser Ort. Nein, das kann ich nicht. Ich werde mich an sie verlieren. Nicht diesmal. Wir müssen uns ihr stellen. Ich fühle, wie sie sich in mir regt. Genau wie an jenem Tag. Wie ihre Hände sich um meinen Geist schließen. Wie Ketten. Oh nein. Versagen, Selbsthass und Schuld auf einen Schlag. Die hauen aber ganz schön rein zu dritt. Sollten wir aber hinkriegen. Der ist tot, der ist tot, der ist tot. Flüstern von Andariel. She's back. Back again. Guess who's back? Tell a friend. Ist sie größer als vorher? Sie sieht viel größer aus. Du schaffst es, Thaisa! Okay. Ich kann sie nicht befreien, offenbar. Sauber. Aber ich kann dennoch meinen Weg wählen. Oh. Nice. Wir haben sie besiegt. Sprecht mit Thaisa. Ja, sie ist ja nicht hier. She's not here. Da muss ich wahrscheinlich gehen. Nehme ich an. Hoffentlich. Sprecht mit Thaisa. Ja. Wie fühlt ihr euch? Besser. Zum ersten Mal seit... Nun ja. Seit langem. Wann immer ihr mich braucht, werde ich da sein. Und Timue auch. Ja. Das weiß ich.
Danke, meine Liebe. Bitte nehmt das Amulett. Timue hat darauf eine Nachricht für mich hinterlassen, aber ich werde ihre Worte nicht vergessen. Vielleicht wird es euch helfen, wenn ihr euren eigenen Schwierigkeiten gegenübersteht. Vielleicht. Mal des Konklaves. Schmeißen wir irgendwas raus? Haben wir was Blaues? Ne, haben wir nicht, aber wir schmeißen mal das weg. Heilung ist eine Reise, eine Reihe an Schritten. An manchen Tagen mögt ihr stolpern, aber solange ihr immer schön einen Fuß vor den anderen setzt, werdet ihr euer Ziel erreichen. Kürzlich eingeritzte Inschrift. Süß. Was werdet ihr jetzt tun? Ich bin nicht ganz sicher. Ich hatte vorher so große Angst. Angst, die Orte zu verlassen, an denen ich mich sicher fühlte. Ich werde einen weiteren Schritt machen und sehen, wohin er mich führt. Ich werde leben. Das klingt richtig gut. Das klingt wirklich richtig gut. Ja, wir haben jetzt schon mehrere von unseren Verbündeten geholfen. Donen, Thaisa, Lorat Nerell sowieso. Sehr, sehr schön. So. Als nächstes werden wir hier mal eben gucken, eine Kriegerin. Was wir hier loswerden können. Gefrorene Kugel bleibt stehen. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Die sind tatsächlich viel stärker. Geschicklichkeit, Intelligenz. Naja, das... nein, nein, nein. Widerstand gegen alle Schadensarten. Schaden 6%. Frostnova. So, wie wäre es denn mal, wenn wir uns jetzt auch teleportieren? Und zwar nach Zabenzet. Denn dort müssen wir mal die ganzen Edelsteine abgeben. Und dann werden wir jetzt gleich noch die letzte Festung hier in Havesar suchen. Wir haben potenziell drei Orte, wo die sein könnte. Ach, das ist sogar noch eine Quest hier. Auf düsteren Pfaden. Der einzige Priester von Zabenzet macht sich Sorgen um seinen vermissten Kaplan. Aha.